Ich bin Esther Mikuschi, 45 Jahre alt und ich lebe mit meiner Familie seit 3 Jahren in Deutschland. Ich bin Musikpädagogin und Musikwissenschaftlerin und habe in Ungarn als Musikredakteurin gearbeitet und auch als Musiklehrerin. Ich habe bei dem Zentrum für Familien St. Nikolaus in Mainz-Mombach die Möglichkeit bekommen, einen Sprachkurs für Frauen zu leiten. Wir üben wirklich nur Sachen für den Alltag. Wie frage ich nach einem Termin? Wie stelle ich mich vor? Wie telefoniere ich? Und das machen sie großartig. Dieser Kurs ist nicht nur umsonst für die Frauen, sondern sie bekommen dazu eine kostenlose Kinderbetreuung. Ich möchte, dass die Frauen, genauso wie ich hier in Deutschland, einen Platz finden. Am Anfang war das ganz, ganz schwierig und dann habe ich immer die Möglichkeiten gesucht, weiterzukommen. Und so habe ich diese Weiterbildung im Internet gefunden. Sie heißt Brückenmaßnahmeberatung im sozialen Bereich von der JGU in Mainz und es ist ein Programm für zugewanderte Akademikerinnen. Wir hatten einen wunderbaren Intensiv-Deutschkurs und wir hatten das Niveau C1. Wir hatten noch Module in der sozialen Arbeit, in Sozialpädagogik und in Beratung. Am Ende des Kurses mussten wir noch Praktika machen. Und durch dieses zweite Praktikum habe ich dann meinen ersten Job in Deutschland bekommen. Also das war ein direkter Zugang zum Arbeitsmarkt. Eine Dozentin von mir hat mich in den Unichor eingeladen. Und es war ein wunderbares Gefühl, wieder singen zu können. Und durch diese Möglichkeit hatte ich nochmals einen Zugang zum Deutschland gefunden. Es ist wichtig, dass eine Frau, die nicht die deutsche Sprache als Muttersprache spricht, trotzdem die Möglichkeit bekommen hat, hier zu arbeiten. Als Vorbild kann ich hier funktionieren und die Frauen dazu ermutigen, macht es mit. Und das ist toll.